Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Don Red Horse. Unabridged Episode 3, der grüne Daumen. Heute werden wir uns Botania anschauen. Eins der drei großen Mods mit Bereich Pflanzen. Der andere Mod ist Agricraft zum Kultivieren von Pflanzen. Und dann gibt es noch den Plant Megapack, der eigentlich nur jede Menge Blumen einbaut, wie wir schon gesehen haben. Und auch Früchte. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Kühe gesammelt, Schafe gesammelt und ein bisschen Erz gesammelt, um ein bisschen weiterzukommen. Und jetzt möchte ich euch Botania zeigen und dann da ein bisschen weiterzumachen. Und da schauen wir uns mal an, was im Lexikar Botania steht. Lexica Botania habe ich in einem Dungeon gefunden, direkt hier vorne, unten drunter. Ansonsten kann man das auch craften. Einfach nur mit einem Setzling, irgendeinem, wie man erkennen kann, Kameldorn, Blackthorn, Birke, wie auch immer, und ein Buch. Man bekommt das Lexica Botania. Wenn man das dann aufmacht, bekommt man erstmal die Basis, man hat Mana-Manipulation, generierende Flora, also Blumen, die Mana generieren, funktionelle Flora, also Blumen, die Mana einsetzen für irgendwelche Sachen, nützliche Apparate, zum Beispiel eine andere Art von Enchantment, mystische Instrumente, Krimskrams, Ende-Artefakte, Alphomantie, verschiedenes, ein Index gibt's und alles sieht ganz deutsch aus, nur ist es nicht. Im Endeffekt ist es halt ein bisschen deutsch und dann wird's englisch. Also werde ich euch entsprechend durch die ganzen Sachen durchleiten. Lexikon ist auch ganz okay. Man kann auch suchen, einfach tippen. Was auch ganz nett ist, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Wenn ihr Shift haltet, wenn ihr irgendwas draufklickt, bekommt ihr dann die Möglichkeit, entsprechende Links zu haben auf andere Wikis oder Erklärungen. Zum Beispiel in diesem Fall halt, der Gasbot ist eine Minecraft-Wiki drin und bei Sachen von Botania geht es dann halt direkt ins Buch. So, schauen wir uns mal an, was wir brauchen. Botania selbst fängt halt an mit der Möglichkeit aus Blumen Mana zu machen und Mana für verschiedene Sachen zu benutzen. Einer der Sachen wäre zum Beispiel ein Ring, der automatisch die Items, die auf dem Boden liegen, anzieht oder uns schneller laufen lässt. Rüstungen, Blumen, die aus Sand Ton herstellen und alles andere Mögliche. Und damit man anfangen kann, braucht man einmal diesen Blütenblatttiegel. Die Pathel Apothecary im Englischen. Und auf den Seiten wird dann halt erzählt, wenn man Wasser reinpackt und danach die entsprechenden Blätter hinein schmeißt, die in den Rezepten in dem Buch erwähnt sind, und danach noch einmal Samen, also normale Seeds oder auch Karottensamen und Potatosamen gegen euch, Kartoffelsamen gegen euch auch. Danach bekommt man dann halt das Endergebnis. Und man braucht halt auch ein bisschen, um das zu bauen. Und dann das Rezept, um das zu bauen, wird hier erklärt. Auf einem ganz normalen Werkbank. In dem Falle zweimal Bruchsteinstufen, irgendein mystisches Blatt, welche Farbe egal. Und dann halt Bruchstein. Und wie man erkennen kann, wenn man mit Shift-Klick arbeitet, dann kann man halt hier weiter runter gehen, genau in NAI. Fangen wir damit mal an. Und ich habe vergessen, mir eine Werkbank mitzunehmen. Augenblick.
Wie man erkennen kann, habe ich schon was vorbereitet und am meisten habe ich von der schwarzen. Einfach entweder auf die Werkbank legen oder am Handwerk und dann kann man direkt alle von den entsprechenden Blütenblättern eigentlich sich rausziehen. Man braucht die Blumen selbst normalerweise nicht. Damit haben wir dann die Pestle Apothecary, diesen Blütenblatttiegel. Da tut man Wasser rein. Jetzt kann man Blumen basteln. Das erste Blümchen, was man braucht, ist das reine Gänseblümchen. The Pure Daisy. Die Pure Daisy wandelt Holz, Blöcke, also richtige Stämme, und Stone, Stein, also gebrannter Bruchstein, in Living Wood, lebendes Holz, und Living Rock, Lebenstein um. Und zwar kann man in einem 9er Block um die Blume herum die entsprechenden Materialien setzen, gemischt, einzeln, wie auch immer. Und hier ist auch ein bisschen Deutsch dabei. Zum Beispiel Lebendholz, und die Lebendholz kann man zu Zweigen ändern, das sehen wir gleich. Und aus diesen Zweigen kann man dann wiederum andere Sachen bauen. Andere Sachen kann man auch ändern. Zum Beispiel kann man, wenn man Wasser hat, also Wasserquellen baut, kann man Wasser in Schnee verwandeln, Eis in gepacktes Eis, Soul Sand in Sand, warum man auch immer das machen sollte, und Netherrack in Cobblestone. Die letzte Sache ist sicherlich interessant, Wasser in Schnee, wenn man halt mal schnell Schnee braucht. Gekraftet wird das in der Petal Apothecary. In dem Falle das reine Gänseblümchen, und wir brauchen dafür vier weiße Blätter und einmal Samen. Gehen wir mal schnell schlafen im Schlafsack. Den Schlafsack kraftet man übrigens so: Teppich und normale Wolle, kann auch farbig sein. Und Teppich ist im Endeffekt halt zweimal Wolle nebeneinander. Er gibt drei Teppiche. Damit kann man halt überall schlafen. Es wird nicht der Spawnpoint gesetzt. Ist halt ganz gut, wenn man unterwegs ist und man irgendwo schlafen möchte. Wenn es mal wieder länger dauert, anstelle von einem Snickers. Und der von mir betüttelte Samen sind die Weizenkörner. Einfach auf die Hitbox drauf mit der rechten Maustaste. So mit Q droppen. Und die landen. Und nach dem Zisch hat man dann seine Pure Daisy Augenblick.
So, anhand dieser schönen Effekte kann man dann erkennen, dass die Pyodese jetzt arbeitet. Leider kann ich noch eine zweite machen und deswegen müssen wir uns halt damit gewöhnen, dass wir momentan nur eine haben und das alles ein bisschen länger dauert. Was brauchen wir noch? Schauen wir uns mal an, was wir noch brauchen. Außer dem Lebensstein. Den Lebensstein brauchen wir einmal, um einen Runenaltar zu bauen. Damit kann man dann weitere Rezepte machen. Dafür brauchen wir dann nachher auch noch einen Mana-Diamanten oder eine Mana-Pearl. Die bekommt man, wenn man einen Ender-Pearl oder einen Diamanten halt in ein Mana-Becken reinschmeißt. Und das Mana-Becken bekommt man, wenn man einen Diluted Mana-Pool, das ist halt der Mana-Pool, den man zuerst baut, in ein Becken mit Mana reinschmeißt. Und dann hat man ein normales Mana-Becken. Also braucht man auf jeden Fall zwei Pools am Anfang und sollte dann aufpassen, wenn man Mana hat, dass man hier nicht zu viel drin hat, weil man halt alles verschwendet. Und hier sieht man gerade, wie halt aus dem Stein Living Wood Lebensstein wird. Und ein Mana-Pool geht so. Einen haben wir schon. Wie gesagt, wir brauchen noch einen zweiten. Wir brauchen aber halt auch Blumen, die uns Mana machen. Da gibt es verschiedene. Das schauen wir uns gleich an. Wir brauchen auch noch einen Stab des Waldes. Damit kann ich mir anschauen, wie weit meine Mana-Generation ist und dafür brauche ich diese Lebendholzzweige. Fasci, die Entwicklerin von der Mod, hat im Endeffekt alles ohne Interfaces gemacht, sondern halt nur mit diesem Stab des Waldes. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo reinzuschauen oder so, sondern man gibt einfach die Sachen in die Objekte rein oder schmeißt sie drauf und aktiviert dann oder deaktiviert dann die Sachen mit diesem Stab. Eine ganz nette Sache. Wie kriege ich oder wie komme ich Mana, indem ich halt diese generierende Flora benutze? Es gibt verschiedene. Enderflame ist eine sehr beliebte, die aus verbrennbaren Gegenständen, also zum Beispiel Kohle oder Blaze Rods, entsprechend dann Mana erzeugt. Da muss man aber, kann man erst später hin. Es gibt Sachen, die aus Wasser was machen. Hydrogenia, Mampftau. Mampftau müsste die Munchjuice sein, ja. Die ist Blätter, was halt bei einer, wenn man eine Baumfarn hat, ganz nett ist, wenn man die Möglichkeit hat, die Blätter abzuscheren und dann kann man die der Mampftau der Munchjuice geben. Es gibt verschiedene. Da sollte man sich halt im Effekt die raussuchen, die einem am besten liegt und am besten nutzen kann. Alle fangen aber eigentlich immer mit der Tagesblüte an, der Dayblume, weil das die einzigste ist, die man machen kann, ohne zusätzliches Mana. Wenn wir zum Beispiel schauen, die Endoflame, wo wir nachher hingehen werden, die halt Sachen hat, die braucht hier unten ein rotes Mana-Blättchen. Das bekommen wir, indem wir ein normal mystisches rotes Blütenblatt in den Mana-Pool reinschmeißen. Und damit sind wir wieder am Anfang angekommen. Wir brauchen Mana. Und Mana gibt uns die Tagesblüte. Die darf man nicht zusammensetzen, sondern nur in so einem Checkerboard-Pattern. Immer also eins freilassen. Da könnte man die Nachtblüte reinpacken, wenn man möchte. Wobei, wir schlafen ja meistens durch. Und der andere Punkt ist, dass alle diese passiven Mana-Generationen wie die D-Bloom, die halt keine zusätzlichen Rohstoffe benutzt, oder die Nightbloom oder die Hydrogenia, die Wasserquelle benutzt, nach einer gewissen Zeit sich verabschieden und sich in Strüche
ganz normale Sträucher verwandeln. Also kann man die Initialblumen eigentlich nur für den Anfang benutzen, um ein bisschen Mana zu machen, schnell genug zu sein, damit man dann nachher dann direkt eine Endoflame bauen kann. Wir brauchen zweimal Gelb, einmal Orange, einmal Blau und man bekommt eine Tagesblüte. Bevor wir da hingehen, machen wir noch einen zweiten Mana-Pool und machen dann ein bisschen Holz, weil wir brauchen das Holz gleich auch noch. So, die Blumen war. Das war zwei gelbe. Und natürlich Wasser vorher. Eine orange, eine hellblaue. Und einmal Weizenkörner. So, wir brauchen dreimal diesen Lebeholzzweig. Den zusammen mit Blättern. Dann nehmen wir die schwarzen, auch wenn es nicht besonders toll aussieht, aber davon haben wir einfach die meisten. Und bis wir nicht die Blumen herstellen können, lassen wir es lieber so. Können wir immer noch mal umbauen, wenn wir wollen. So, damit kann man dann halt nachher sich die Sachen anschauen, wie die funktionieren. Hier sieht man zum Beispiel jetzt, dass sich das umwandelt. So, die Tagesblüte haben wir gemacht. Unter meiner Manipulation hat man das Mana-Becken. Das haben wir schon gebaut. So, die fünf Lebenssteine. Dann hat man einen Diluted, also einen schlechten Mana-Pool. Den muss man in den Mana-Pool reinschmeißen. Dann kriegt man einen richtigen und in den richtigen kann man dann andere Sachen reinschmeißen als nur einen Diluted Mana-Pool. Was wir aber brauchen, ist ein Mana-Verbreiter. Und der Mana-Verbreiter sammelt den Mana von Blumen zum Beispiel und schickt die irgendwo hin, am besten in den Mana-Pool rein oder in den Distributor. Und dann können wir die brauchen. Und dann müssen wir jetzt noch bauen. Dafür brauchen wir Lebendholz, 6 Stück, ein Blütenblatt und einen Barren Gold.
So, dann können wir jetzt damit anfangen. Geplant war das hier hinten. Mana Pool dahin. Ups, falsche Reihenfolge. Wenn man zuerst den Mana-Verbreiter hinsetzt und danach die Blumen, dann erkennen die Blumen automatisch, wo der Mana-Verbreiter ist, Mana-Spreader. Kann man sich auch anschauen. Hier Tagesbild unbekannter Status. Aber ein Mana-Spreader ist ein Häkchen dran und man kann erkennen, dass dieser Mana-Spreader halt da gebunden ist. Den Mana-Spreader müssen wir jetzt noch auch nicht mal ausrichten, weil wir Xene fällt auf den Mana-Pool. Kann man aber auch binden, indem man mit Shift und rechter Maustaste die Modis ändert von Function auf Bind-Modus. Und dann kann man mit Shift, rechte Maustaste, Shift, rechte Maustaste die Sache auf den entsprechenden Pool binden. Und man sieht, der hat sich ein bisschen bewegt. Ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich hier der Mana Pool ein bisschen voll sammelt. Kann man nachgucken, indem man dagegen haut. Das wird dauern, wenn ich jetzt nicht einen Blödsinnfehler gemacht habe und die. Ja, ich werde mal den Baum abhauen in der Zwischenzeit gleich, wenn ich Pause mache für euch. Und ja, kommen dann nachher wieder, wenn wir ein bisschen mehr Mana haben. Bis später. Ja, und wir haben genug Mana drin. Sieht gar nicht danach aus, wenn man mal draufklickt. Ganz wenig am Anfang, dieser blaue Balken. Aber wenn wir jetzt einen Mana-Pool in die Hand nehmen, können wir sehen, ja, wir können ihn reinschmeißen. Das werden wir auch direkt machen. Und wir haben jetzt einen Mana-Becken, ein richtiges. Und deswegen hauen wir jetzt das andere kaputt und passen das richtige hin. Weil wir verlieren nämlich unser Mana, wenn wir es machen. Deswegen solltet ihr aufpassen, dass er so schnell wie möglich das halt macht, damit er nicht zu viel Mana verliert. Das ist ganz wenig drin und was wir gleich brauchen, ist ja ein Mana-Diamant. Und wie wir sehen können, kann man den noch nicht reinschmeißen. Den Mana-Diamanten brauchen wir, wie gesagt, für den Altar. Also, bis gleich. So, hier habe ich eine Änderung gemacht, alles tiefer gelegt. Ich hoffe, dass das jetzt besser klappt wie sonst, weil ich normalerweise beim Abbauen auch das Gänseblümchen mit abbaue wegen der Hitbox und hoffe, dass das so besser geht. Was ich auch in der Zwischenzeit gemacht habe, ist schon mal ein paar Mana Pearls, nicht Mana Pearls, Mana Blätter zu machen. Einfach aus dem Grund, weil das hier unwahrscheinlich lange dauert für den Mana Diamanten und bald unsere D-Blooms, die Tagesblüten, ihren Geist aufgeben. Also habe ich schon mal vier rote Mana Blättchen gemacht und vier braune Mana Blättchen. Und daraus machen wir jetzt die Ender Flames. Brauchen wir noch hellgrau. Und sowohl mystisches Braun wie mystisches Rotes. Okay, also einmal rotes Mana. Braunes Mana-Blättchen, normales rotes Blatt, ein normales braunes Blatt, ein hellgraues und ein Weizenkorn. Und wir haben
Meltdown, End of Flame. Ich mache jetzt einfach noch drei weitere davon. Ist ja nicht so interessant. Und pack die da hinten hin. Und dann haben wir mehr Mana-Generation, wenn wir den Kohle füttern. Was ich dann auch machen werde. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe die End of Flames schon mal gesetzt. Die sind auch alle mit dem Dispenser verbunden. Oder Distributor oder Mana-Verbreiter. Und habe die auch schon mal ein bisschen mit Kohle gefüttert, aber wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Kohleblöcke. Und zwar einfach 4 Stück. Und gehen ein bisschen zurück und weg sind sie. Und man kann ein bisschen sehen, dass die diese Effekte abgeben. Und damit haben die halt dann Anzeichen, dass die Mana produzieren. Da könnten wir jetzt noch Längen mehr reinschmeißen, machen wir jetzt aber nicht, weil ich will das ein bisschen automatisieren und so viel Kohle haben wir auch momentan gar nicht. Außerdem wird es mal wieder dunkel. So, schauen wir mal nach, ob wir jetzt genug haben, um Diamanten zu machen. Immer noch nicht, also müssen wir noch weiterhin warten. Während wir darauf warten, dass wir genug Mana haben, werde ich mal anfangen, ein bisschen hier zu bauen und erkläre ich, oder Sachen zu besorgen, erkläre ich nachher dann, wie wir die Endoflames ordentlich füttern und danach auch kontrolliert steuern. Bis gleich. So, ich bin soweit fertig mit diesem automatischen Fütterung der Endoflames. Ist eigentlich ganz einfach. Eine Trittplatte, die auf der dann die Kohle liegt, wenn die Endoflames sie nicht aufessen. Dadurch wird ein Signal gesetzt, das dann über Red Alloy Wire nach oben gelangt zu dem Trichter. Und der Trichter lässt dann halt, wenn das Signal anliegt, keine weiteren Kohle mehr durch diese Open Crate, die schauen wir uns gleich an, wie die gebaut wird, rausfallen. Oben drüber ist einfach eine Kiste mit Holzkohle in dem Fall. Zusätzlich dazu ist hier noch ein Komparator, der halt misst, wie viel Mana im Pool ist. Also falls der mal voll werden sollte, setzt er auch ein entsprechend hohes Signal ab und blockt halt den Trichter. Nicht vertun, wir haben hier 247, bei Red Alloywire ist das also ein bisschen anders. Die Ausgabe von dem ist dann aktuell 14. Wenn da nichts drin ist. Also da hat einen viel feineren Grad der Verteilung wie das normale Redstone. Geht dementsprechend auch viel länger, wie man erkennen kann. Die zwei Verbindungen sind deswegen, weil die Endoflame über Redstone gesteuert werden kann. Deswegen muss ich die Endoflame noch wegtun. Und dann nachher nochmal vielleicht die Leitungen ein bisschen verändern. Sodass ich nicht die Endoflame da ausschalte. Dann habe ich noch einen Mana-Verteiler gebaut, damit der Mana vom Mana-Verbreiter auf beide Seiten geht. Das bedeutet natürlich jetzt auch momentan, dass ich erstmal doppelt so viel Mana brauche, um an irgendeiner Seite irgendwas zu machen. Aber das ist okay erstmal. Die Rezepte für den Open Crate und den Mana-Verteiler. Mana-Verteiler. Lebestein. Mana-Stahlbarren. Mana-Stahlbarren bekommt man, indem man einfach Eisenbarren in den Mana-Pool reinschmeißt. Und die offene Kiste, die Open Crate, hat halt den riesen Vorteil zu den anderen Möglichkeiten, die man hat, dass die halt einmal genau nach unten fallen ist und nicht ein bisschen verteilt, wie der Dispenser. Und dass dann auch noch, wenn man da ein Redstone-Signal dran gibt, eine Hopperhawk oder Running Corpus oder Polydesiac, das bestimmte Pflanzen sind, die Sachen aufnehmen. Zum Beispiel die Hopperhawk sammelt einfach Sachen rein und packt die ins nächste im Inventar. Dann halt auch nochmal 10 Minuten zusätzlich nicht die Sache nehmen können. Und das sind Lebeholzbretter. Also im Endeffekt einen ganz normalen Leberholzblock, genau wie sonst auch.
teilen in vier Bretter und dann halt einfach so eine U-Form machen und dann hat man diese offene Kiste oder den Open Crate halt. So, es wird schon wieder dunkel. Das soll es erstmal für Botania gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir dann noch einen Altar mit einem weiteren Dispenser. Aber in der Zwischenzeit gehe ich dann erst noch mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Und außerdem steht auch noch ein bisschen Technik auf dem Programm, weil wir müssen endlich mal ein bisschen weiterkommen. Bis später und bis zum nächsten Mal.